Willkommen zurück zu Yoshi's Woody World. Willkommen zu den letzten beiden Leveln von Welt 4 und starten mit 4-7, dem Rauf und Runter und Kreuz und Quer. Und dadurch, dass alles gratis ist, können wir ja mal überlegen, irgendwas anderes zu nehmen. Du kannst mit der Zunge Items einsammeln. Ich will einfach mal wissen, wie das abläuft. Alright, dann gucken wir uns mal dieses Level an. Ich hatte vorher leider kurz noch die Ehre, wieder mal mit meinem Setup herumspielen zu dürfen, denn auf einmal wurde auf einmal wieder alles richtig leise. Okay, dann gucken wir mal, was hier Sache ist. Aha, okay. Ich guck mal an diesen Frechdachs da unten ran. Zumindest nicht von hier. Dann gucken wir mal, kann man sich hier irgendwas erlauben? Nope. Also, das sind definitiv feste Sachen. Oh, what? Oh, what? Say, what? Das Ding kann man selbst bewegen. So, kann man sich das auch selbst versaubeuteln? Aha. Ich will eigentlich nur wissen, was passiert. Okay, also man kann überall gegen bouncen. Ich habe das Gefühl, dass man sich das schön versaubeuteln kann hier. Oder kann man das irgendwie anballern? Auch das ist nicht möglich. Also, okay, das Ding setzt sich zurück nach einer Weile. Gut. Ich habe das Gefühl, dass man, ja, man soll mit dem weiterarbeiten. Yes. Yes. My friend. You're doing the right stuff. Okay, erstmal dem hier auf die Nase äumen. Dankeschön. Okay, jetzt will ich wissen. Nope, du willst, dass ich nach oben gehe. Dementsprechend gehe ich ganz klar nach unten. Mhm. Nicht mit mir. Okay, jetzt gehen wir trotzdem über den Weg dann hier wieder hierher. Okay, Mickey Mouse ist auch am Start. Schön zu wissen. Okay, wie zur Hölle kriegt man den da raus? Okay, also gewisse Sachen sind mir aber noch nicht klar. Oh. Okay. Das macht es natürlich um einiges einfacher, wenn man dann einfach selber sagen kann, dich sehe ich. Wenn man einfach selber den dann doch über Weiten mehr bestimmen kann. Trotzdem ist es leicht unangenehm, den zu steuern. Mhm. Ja, schön. Yes. Ja, also das ist definitiv erstmal etwas, was man so ein bisschen lernen muss. Wie man das Ding ernsthaft steuert. Weil wenn man nämlich da überhaupt keinen Chill hat. Wo ich definitiv so ein bisschen dazugehöre. Ja, jetzt ist er so ein bisschen doof platziert, aber den kann ich ja ohne Probleme einfach, wow, holen. Mal kurz aufpassen, sehr schön. Nope. Ja, also das ist definitiv etwas, was man erstmal so ein bisschen realisieren muss. Nope. Ja, besser. Gut, da will ich nämlich hin. Mhm, da hat es nämlich schon nach hier rochen. Okay, jetzt will ich aber trotzdem wissen, ob da unten noch was ist. Ja, weil wir haben nämlich hier noch was, aber okay. Oh! Kann es sein, dass es nur funktioniert, weil man... Obwohl, nee, das Spiel würde vermutlich das einem nicht so... Wow, das sind Gegner? Das sah nicht nach Gegner aus, mein lieber Freund. Ich dachte, das sind Sachen, die man aufsammeln kann. Ups, das wollte ich jetzt auch nicht. Das ist die Frage, ob man die selber wirklich einfach aufsammeln kann, weil ich das Upgrade mir geholt habe. Oder weil das tatsächlich Bestandteil des Spiels ist, oder dieses Levels eher gesagt. I do not know. Meine, einerseits würde man sagen, okay, das ist gewollt. Ha, ich habe die aufgesammelt und die bringen mir überhaupt nichts. Okay, gut zu wissen. Okay, aber das Spiel geht ja eh clever genug hin und gibt einem gar nicht erst die Möglichkeit, die irgendwo mit hinzunehmen, wo sie nicht hin sollten.
Ich kann zum Beispiel hier nicht den Flutterjump gerade einsetzen. Interessant zu beobachten. Ja, da oben will ich ganz bewusst hin. Nope, könntest du bitte? Yes. Yes! Haha, nicht mit mir, mein Freund. Ja, das habe ich so ein bisschen erwartet. Okay. Ja, mhm. Zu offensichtlich, meine lieben Freunde. Das krieg sogar ich hin. Let's go on an adventure. Okay, sweet. Nimm. Nochmal hoch, bitte. Danke. Nämlich die Ecken. Da haben sich nämlich nur welche versteckt. So, ich nehme mich mal kurz mit. Okay, da ist eh schon Ende des Levels gewesen. Nevermind. Dann darf ich dann hier so nicht mitnehmen. Okay, als erstes. Ja. Na, ich das. Ja, bitte. Danke. Okay, hier geht's dann doch nicht weiter. Man muss immer überprüfen, ob da nicht einer von denen dann doch fake ist. Haha, genau wie erwartet. Ja, und da hat man zum Beispiel gerade gesehen, wie ich die Bits einfach aufgesammelt habe. Mit der Zunge. Okay, meine Frage ist, soll ich da lang oder soll ich da hoch? Aber ich kann nicht... Ah, okay. Ich kann also zum Beispiel nicht diesen Sprung nochmal verbessern, indem ich selber springe. Das, was ich hier kriege, ist das, was ich bekomme. Okay, gut zu wissen. Okay, trotzdem ganz kurz hier unten das machen. Genau. Oh boy. Oh hey. Mhm, okay. I will make good use of you. Yep. Oh, und da dürfen wir dann gleich noch zurück. Okay. Okay, dann lasse ich dich mal ganz kurz. Weißt du was? Ich nehme mich mal kurz mit so. Ah, nee, das war nicht clever. Das ist richtig nicht. What the fuck? Was mache ich hier? Was? Bis zum... Ach Gott, man hätte doch mal einen Checkpoint da hinsetzen können. Ach Goddammit. Alright, den Bereich haben wir nochmal neu gespielt. Vor allem... Hier ist ein Checkpoint. Bin ich an dem vorbei? Ich muss an dem vorbeilaufen sein. Okay, das ist natürlich dann ziemlich dämlich. Ich es wirklich geschafft habe, an dem vorbeizulaufen. Und es ist eine Sache, habt ihr im Endeffekt verpasst. Und zwar hatte ich nochmal einen versteckten Bereich gefunden gehabt. Aber es sind so versteckte Wolken. Und die hat mir im Endeffekt einfach nur noch ein paar Sachen gegeben, die ich mit einsammeln konnte. Also vielleicht habt ihr einen dieser 20 Sticker verpasst. Also nichts wirklich eigentlich. So, jetzt passen wir hier auf. Genau, machen uns hier unten. Nope. Hier muss man so definitiv aufpassen. Gerade dadurch, dass dann doch da unten Piekser sind. Möchte man sich das dann doch nicht versauen. Ja, schön. So, wir nehmen den mit. Ja. Und gehen als erstes nämlich darüber. Da muss man so ein bisschen gucken, wie am besten... Na, da war schon fast richtig eigentlich. Mhm. Ja, da gibt es nämlich hier wieder was. Und hier ist zum Beispiel dann wiederum nichts gut. Das Angenehme für mich ist natürlich, dass ich jetzt von hier aus gleich weiterarbeiten kann. Ja, sehr gut. So, dafür nutzen wir nämlich den jetzt hier einfach, um zu fahren. Sehr schön. Und das meiste Zeug so ganz einfach mit. Und nehmen das auch so. Sehr schön. Gut. So, du. Okay, dich kann man also nicht so mitnehmen, wie ich mir das erhofft habe. Okay, das Spiel möchte, dass ich da hochgehe. Okay, ich werde es nicht riskieren, nach unten zu gehen. Aber weil wir vorhin da schon auf der Stelle runtergefallen sind, nur an einem anderen Bereich. Ich bin mal so frei und werde das nicht herausfordern. Ansonsten, man darf nicht vergessen, dass ich das Zeug hier einfach einsammeln kann. Mit der Zunge. Mal jung. Und dementsprechend, yes, sehr schön. Mhm. Dadurch, dass wir aber Maximum HP haben, ist es nicht so wichtig hier. Mal ganz kurz den hier nehmen. Das ist die gute Frage weiterhin, ob man das wirklich machen soll. So. Kommst du her? Dankeschön. Alle. Und alle. Op. No. Okay, dann kommst du wieder her. Machen wir das auf der untersten Ebene. Um das Idioten sicher zu haben. Okay. Halt. Wir gehen darüber. Ja, und zwar ist da eine ganz kleine Plattform. Und das war nämlich im Endeffekt bei dieser einen Situation ebenfalls der Fall. Dass diese eine kleine extra Plattform
Oh Gott, jetzt ist das Ding natürlich wieder nach unten verschwunden. Okay. Ja, alle. So. Yes. So, kommst du mal her? Wir wollen dich hier nämlich... Aha, unsichtbarer Bereich. Ja, also... Ja, die sind jetzt nicht so wichtig. Aber dadurch, dass man nie weiß, was sich da versteckt... Ah, Gott damit. Okay, weißt du was? Komm mal her. Bei den Rest können wir nicht einfach so machen. Aber aufpassen. Ja, hier ist zum Beispiel dann wichtig, dass man wirklich diese Plattform weiterhin mitnimmt, obwohl... Weißt du was? Man müsste es eigentlich fast testen. Ja, ich brauche es nicht mal. Dank dem Upgrade brauche ich es nicht mal. Trotzdem will ich das Ding erstmal beibehalten. Ach, wie viel HP ich bekomme. Dafür, dass es ein Level ist, wo nicht wirklich viel auf einen zukommt. Ist das eigentlich schon überraschend. Oh. Mhm. Da ist eine Plattform, die man erzeugen muss. Haha, okay. Okay, dadurch, dass wir hier die Möglichkeit... Oh, das ist interessant. Die respawnen im Endeffekt. Wenn die nämlich landen, dann werden nämlich neue aus denen erzeugt. Hier. Interessant zu wissen. Ich meine, wenn man sie einsammelt, geht es in Ordnung. Okay, dann machen wir bitte den noch. Sehr schön. Und holen jetzt bitte die letzten noch ab. Also was? Man kann das auch bei weitem einfacher... ab. Oh, goddammit. Dankeschön. Brauche ich eigentlich welche von denen? Ich nehme mal welche mit, ne? Na gut. Okay, nicht angenehm. Ich hoffe, ich kriege nochmal HP-Möglichkeiten. Jetzt! Nachdem ich danach... Wie viel auch immer versuchen, immer. Auch immer. Doch mal getroffen worden bin. Okay, hier ist zum Beispiel wiederum nichts. Nimm mal den und schmeiß den darüber. Einfach um zu gucken. Okay, also da ist wiederum nichts. Was auch nicht selbstverständlich ist. Okay, also hier in diesen Ecken ist nichts versteckt. Aber logischerweise traue ich der Situation hier noch nicht. Sehr schön. Ist hier wirklich überhaupt nichts? Mal ganz kurz hier einfach nur diese... Ja, vermutlich. Dafür ist dann zu wenig Platz, um irgendwas dahinter zu verstecken. Schade eigentlich. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das Level noch laufen wird. Okay, auf jeden Fall erstmal Checkpoint. Hier nicht wieder versaubeuteln. Dankeschön. So, ich nehme mal das ganz kurz. Aber... Okay, hier wird vermutlich nichts sein, aber ich gehe auf Nummer sicher. Bonk. Okay. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, ob die hier irgendwas verstecken. Gerade so in diesen Ecken, wo man vielleicht weniger überprüft. Okay, hier ist also nichts. Aber sicher, sicher. Und es ist natürlich auch sehr cool, wie hier das Wasser dargestellt wird. So, auch hier oben nochmal gucken. Okay, das haben wir überhaupt nichts. Mal ganz kurz um den hier mich kümmern. Mhm, okay. Auf die Piekser muss man aufpassen, aber die sind hier ja schon kein Problem mehr. Ja, merkwürdig Beobachtungen, die man hier anstellen kann. Oh, das war beinahe sogar ein richtig guter Wurf. Ich glaube, hier ist eher so die Idee, dass es Plattformen sein sollen, die halt sich... Oh, da oben ist einer versteckt, okay. Die sich bewegen, aber das Lustige ist, da drunter sind Plattformen ebenfalls. Sweet, damit haben wir auch hier wieder den bekommen. Und das Schöne ist dadurch, dass wir dieses Zeug hier mit der Zunge uns krallen können. Nope, nicht das Zeug. Nope, auch nicht das Zeug, danke. So, und jetzt gehen wir natürlich hier unten hin und gucken nochmal. Okay, hier ist also auch nichts. Man weiß ja wirklich niemals, wie das Spiel Sachen versteckt. So, wir haben... Einer davon fehlt uns noch.
mal so ein bisschen gucken. Ich meine, hier ist, denke ich, wirklich einfach die Idee, dass da Abgründe sind. Und ich hoffe mir, dass sie hier nicht irgendwo, genau, hier genau unter uns irgendwas verstecken. Oh, da oben ist es einfach. Okay. Ich meine, ja, so ein gewisser Schwierigkeitsgrad ist da vorhanden, aber dadurch, dass man das ja ohne Probleme an... Wow, what? Hier aufpassen, jetzt keinen Blödsinn machen, nicht irgendwie nach unten klicken oder ähnliches. Das kann ich mich jetzt hier gerade überhaupt nicht gebrauchen. Oh Gott, Spiel. Oh boy, oh boy. Bitte keinen Scheiß bauen, bitte. Wow! Okay, also das war jetzt fies. Irgendwas hatte mir dafür eine kurze Zeit den Arsch gerettet. Okay, merken, man kann mit dem nicht durch Wasser durch. Come on. Okay, gut. Okay, 18. Wow, shit, ich habe nicht damit gerechnet, dass mich das Wasser so wegdrückt. Ich glaube, das Wasser drückt nämlich einen so leicht nach unten. Holy shit, das hat so einen Einfluss darauf. Könntest du dich bitte umdrehen? Oh, cool. Wenn man sich nach unten duckt, dann kann man das Ganze auch so abbrechen. Oh, halt, ja, stimmt. Muss ich noch platt machen. Nur die, die wirklich über einem sind, fallen einfach runter und sind besiegt. Okay. Das ging in Ordnung. Aber war dann doch ein leichter Krampf. Aber wenn man das Ganze so häufig neu spielen musste. Okay, Bonusspiel nochmal drauf. Das wird eh nichts, aber... Danke, dass es mir trotzdem immer wieder anbietest. Ja, 5 von 20. Aber immerhin von denen, die mir immer noch am wichtigsten sind, haben wir beides auf 5 bekommen. Das geht doch in Ordnung. Bonusspiel. Oh, cool. Man kann wieder die Eier nutzen. Das ist natürlich ganz cool, obwohl ich hier die Angst habe, dass wir das nicht ernsthaft gut hinbekommen werden, weil ich nicht weiß, wie man hier gescheit die Linien zieht. Ja, ich denke mal, das wird hier gleich relativ zeitig enden. Okay, gerade nochmal so ein bisschen Glück gehabt. Ja, aber noch Zeit ist hier nicht. Mhm. Also das riecht schon wirklich danach, dass man so ein bisschen Taktik haben muss, wissen muss, wie man die ganzen Sachen zieht, um das schneller einsetzen zu können. Wir haben den Leoparden-Yoshi freischaltet, klar. Nach dem Level hätte ich jetzt nicht an Leoparden gedacht, aber okay. Oh boy, ein Piranha-Boss scheinbar. Okay, aber erstmal hier, Change. Sehr schön. Schon fast schade wiederum, dass wir jetzt hier gerade in dieser Welt zum Ende hin sehr viele Yoshis freigeschalten haben und dementsprechend super schnell wechseln müssen. Audrey's Gully. Mhm. Und hier haben wir Schnuffel hilft dir, alle Wollknäuel werden groß. Ich überlege, ob man irgendwas anderes mal nehmen soll. Um ein bisschen abzuwechseln. Also was wir probieren mal ganz bewusst zu diesem Bosskampf. Stampfattacken sind stärker. Einfach mal rauszufinden, ob das tatsächlich sich auf Bosse auswirkt. Okay, sehr gut. Wir starten gleich mit einem Weg in den Untergrund und einen Gegner hier, den ich ganz bewusst hier einsammeln möchte, einfach um zu wissen. Mhm. Warum mir das Spiel hier am Anfang einen gibt. Sneaky. Sneaky, sneaky. Okidoki. Haha, wie er da komplett lustig dann herumäumelt. Oh boy, no, why? Aha. Na, ich sehe schon, die haben hier... Damit, come on. Ja, weg mit dir. Oh boy. Okay. Ich mache das gerade ganz bewusst so herum.
Einfach weil mir das ein bisschen zu nervig ist, mit diesem Stream zu arbeiten. Aber scheinbar muss ich das so machen. Wow. Okay, gut zu wissen. Oh, ne. Ich denke, das war die richtige Entscheidung. So, kann ich hier irgendwo rein? Ja, okay. Das darf ich nicht. Oh, das hat funktioniert. Wow. How? Ansonsten... Doch. Ich wollte nämlich schon sagen, ich hatte das Gefühl, dass der nicht in dem Wasser auf einmal halt den Propeller hätte. Aber das ist nicht der Fall. Okay, gut. Neue Sachen zum Einsammeln. What the fuck ist... Ich frag mich nicht, was der da gerade gemacht hat. Da kommt auch nicht rein oder ähnliches. Okay, na wieder eine Pflanze, die Zeug verspuckt, okay. Nehmen wir das ganz kurz als erstes an. Bevor wir hier versuchen reinzukommen. Also das muss ich zugeben, ist immer ein bisschen ätzend. Ja, okay. Kommt aber tatsächlich rein. Aber wenn man nicht weiß, kommt man da tatsächlich rein. Okay. Auch hier schon wieder so ein Boss-Room oder halt so ein Encounter-Room. Wo man als erstes alles besiegen muss, um alles freizuschalten. Auch hier wieder. Es ist super fucking creepy. What the dude? Ganz kurz abwarten. Vielleicht den hier ganz bewusst schon so... Wow. Gleich daneben. Oh. Wow, what? Der hat sich instant davon befreit. What? Das war merkwürdig. So, lass mal ganz kurz nochmal zurückgehen. Einfach hier das ausnutzen. Ich hoffe, der respawnt jetzt nicht einfach wieder. Ja, gut. Ich glaube, ich habe nicht genug gesammelt, aber im Endeffekt, ja, Wurst. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht das Problem, nur durch, dass ich meine Stampfattacke gelernt habe. Okay. Hätte ja sein können, dass die auf einmal stärker ist. Genau, also auch in der Ausführung, dass sie auf einmal irgendwie mehr Distanz zurücklegt oder ähnliches. Wow, wie schnell man werden kann. Holy shit. Okay, ich habe nicht alle von denen eingesammelt, aber immerhin habe ich den bekommen. Hier auch ganz bewusst ein bisschen langsamer machen. Aber weil man nicht weiß, was das Spiel auf einmal einen zuwirft. Genau. Alright, Checkpoint, sehr schön. Nutzen wir gleich aus, aber wir wollen natürlich nicht sofort weitermachen. Genau, wir wollen hier oben gucken. Da ist auch nichts, okay. Okay, okay, alles klar. So, jetzt stellen wir uns hoffentlich hier ein bisschen clever an. Ah, man wird sogar getroffen, sehr schön. Oh boy. Oh boy, okay. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Dachte wirklich, das wird schwerer. Das wird jetzt ja vielleicht ein bisschen nervig. Okay, jetzt warten wir einfach die eine Rotation ab. Ja gut. Lauf, 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 lauf. Die in der Luft sind vermutlich gar nicht mal so gefährlich oder... Wirklich mit Gründen. Oh, interessant. Ja, und hier scheint dann entweder eine Schnuffel oder eine. Wow. Das war ein knapp. Ganz, ganz knapp. Oh, man könnte vielleicht aber auch einfach versuchen. Oh, what? Achso, vielleicht habe ich mit der Strömung nicht gerechnet, ja. Das wird's vermutlich. Ihr seid fucking Weirdos. Ich vermute, ich war einfach zu langsam, habe mit der Strömung so nicht gerechnet. God damn it, warum... Also das finde ich immer furchtbar. Ich find, einerseits ist es ganz cool, wenn Viecher respawnen. Natürlich kriege ich jetzt den dicken. Okay, da komme ich nicht durch, egal was ist. Trotzdem fand ich es nicht lustig, warum auf einmal einer von denen respawnt ist. Zieht ihr Leine? Oh, ich habe noch einen im Mund gehabt. Okay. Okay, okay. So, das war schön und gut, aber hier wollen wir natürlich nicht zu schnell sein. Meine Frage ist,
Also hier einfach nur eine Plattform zum Warten, vermute ich mal. Wow, okay. Na, hier mal wieder warten. Ach Gott, damit. Gib mir den letzten bitte auch noch. Dankeschön. So. Ja, also ich denke, es ist relativ offensichtlich, was hier die Sache ist. Mhm. Tut mir leid, aber das ist zu offensichtlich gewesen. Sweet. I think. Aber, ja, okay. Also, hier ist vermutlich fast das Beste, einfach den Schaden zu nehmen, um einmal Schaden zu nehmen, um da einfach durchzuboosten. Aber, you know, das Spiel war ja nicht so. So kann man jetzt hier irgendwie... No, man kann sich nicht irgendwie durchmogeln. Gut, dann ab hier durch. Ab da hoch. Wo ich noch ganz schnell gucken möchte, ob hier noch was wäre. Ich meine, im Endeffekt hilft es mir nicht, da irgendwas zu finden, denn ich könnte es nicht aufmachen. Okay, gut. Komm mal, gib mir das Zeug. Okay, was habe ich davon, zum Beispiel hier hochzuballern? Ich habe irgendjemanden getroffen. Wäre ganz cool, wenn wir hier den Spucker hätten treffen könnten, you know? Oh, den habe ich sogar damit getroffen. Cool. Ja, schön. Sweet. So, wie steht es da eigentlich? Da haben wir nur zwei, von dem anderen haben wir bereits vier. Okay, man muss definitiv aufpassen. Wow. Hier sind nämlich... Also man kann irgendwie schnell Feuer nutzen. Mal gucken. Okay, wenn man wirklich einfach nur schnell hämmert, dann hat man wirklich die Möglichkeit, die auch so zu verballern. Okay. Das bisher ist mir eigentlich selten passiert, aber es ist mir halt jetzt erst kürzlich zweimal so passiert. Das war natürlich dann leicht überraschend. Okay, man guckt natürlich dann gerade immer ganz bewusst... Oh, hi. You are the bomb. Nicht mit mir. In your face. Wieso ist der da nicht hochgekommen? Das sieht doch schon besser aus, ja. So, it's time to flutter jump. Ja, also ich hätte zum Beispiel da hinten was versteckt. Aber vielleicht haben sie deswegen das Ganze da nicht so versteckt. Weil jemand dachte, dass man da was verstecken würde. Oh, sehr schön. Oh, man kann die auch einsammeln. Cool. Ich gehe mal davon aus, dadurch, dass wir da oben auch nicht rankommen, ernsthaft, dass da nichts ist. Zwischen den Ritzen gucken, genau. Okay, der erste ist einer. Wie, der zweite war auch noch einer. Ah, ja, natürlich. Oh, boy. What in the world? Okay, damit komme ich wieder runter. Ich meine, solange man immer noch Wege hat, wo man irgendwo wieder hin kann, ist das ja ganz cool. Weil dann wollen wir natürlich ganz bewusst dann nochmal zurückgehen. Denn wir wollen durch die gelbe Röhre. Ja, wir wollen durch die gelbe. Frage ich mich auch, ob es Leute gibt, die ganz bewusst dann sagen, nope, ich gehe nicht durch die gelbe. Ich war jetzt hier einmal, ich gehe da nicht nochmal hin. Ich meine, klar, die vielleicht nur durchpowern, aber dass es doch immer wieder Sachen gibt, die man entdecken kann. You know? No! Ich wollte da nicht runter. Oh, das hat aber die Gegner despawned, falls es Gegner waren. Ja, hier haben wir leider einen irgendwo übersehen. Schade. Aber, okay. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier mit dem Grünen wieder weiter, ne? Komm mit dem Grünen weiter? Ja, sehr schön. Mit dem Blauen kommt man... Okay, wo guckt man da hin, wenn man den dann wiederum nähen würde? Okay, dann muss ich natürlich den anderen jetzt... Obwohl, von da kamen wir, ne? Nevermind. Von da kamen wir. Ja. Gut, dann endlich hier zum Ende diesem Röhrenlabyrinth. Sehr schön. Okay, hier. Oh, hier kommt man auch rein. Weil man dem hier die Plattform wegnehmen kann. Es wirkt fast so, ja.
Okay, also man kann hier wirklich mehrere Röhren öffnen. Kann man hier irgendwie dann... Na, dann gehe ich mal den Weg hier. Kann man hier zum Beispiel lang? Scheinbar nicht. Kann man aber hier oben lang? Nope, auch nicht. Kann man hier unten lang? Ja, also da zum Beispiel kann man lang. Das ist interessant zu beobachten, was das Spiel einmal erlaubt und was wiederum nicht. Also das ist der Weg, den man einschlagen soll. Jetzt gucken wir hier natürlich nochmal ganz kurz. Nope, nix. Okay, also irgendwie soll man da ganz oben und dann den hier auf der rechten Seite mitnehmen. Ach so. Ich dachte, da wäre eine größere Kunst dahinter. Ich dachte wirklich, dass man halt... Oh, wir werden da rauskatapultiert, ne? Ja. Wir kommen da auch nicht durch. Ha, keine Ahnung. Ja, an dem kommen wir nämlich nicht vorbei. Oh, danke für die Unverwundbarkeitsframes, danke. Die nehme ich sogar wirklich, wirklich an. Sweet, damit haben wir Maximum HP erreicht. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir sie im Bosskampf nicht irgendwie wieder verlieren. Okay, bisher haben wir wirklich noch nicht viel von dieser Stampfattacke miterlebt, die das irgendwie stärker machen soll. Jetzt gucken wir mal, wie das bei dem Boss aussieht. Boss? Oh, okay, wir müssen erst zur Boss-Arena hin. Die Frage ist, ob man den hätte von Anfang an angreifen können. Wie kannst du es wagen, überhaupt so weit zu kommen? Wie kannst du nur? Wach auf! Fütterungszeit! Es gibt Yoshi! Jetzt wird gerne mal versucht, ob man den von Entfernung nicht angreifen kann, um irgendwie daraus was zu gewinnen. Oh, hi! Keiner funky looking. Okay. Oh, meine Frage ist, ob man hätte die Bombe auf sich heben müssen. Vermutlich, ja. Ja, meine Angst ist nur, dass ich nicht weiß, ob man diese Bomben im Mund halten kann. Scheinbar schon. Ja. Okay, also ich weiß bisher wirklich noch nicht, was das mit dieser Stampfattacke ernsthaft auf sich hat. Denn ich dachte wirklich vielleicht, dass man die Bossgegner tatsächlich mit einem Angriff umnieten kann, aber das ist nicht der Fall. Okay. Das Bombenmuster hat sich ein bisschen geändert, dementsprechend auch ganz bewusst jetzt hier mal in der Mitte bleiben. Oh. Okay. Habe ich die Bombe immer noch? Ich hatte die Bombe immer noch, okay. Ich war mir nicht sicher, wie das Spiel jetzt reagieren wird. Wie wirft man da eine Bombe rein? I don't know. Vielleicht in einem Winkel oder ähnliches? Okay. Ja, Bosskampf ist nicht so hundertprozentig selbstverständlich, weil gerade in so gewissen Winkeln zu werfen haben wir bisher eher seltener machen müssen. Spiel! Holy shit, ich sehe wieder nichts. Okay, also ich hatte jetzt wirklich gerade wieder 5 Sekunden Standbild. Wo ich nichts sehen konnte. Das Spiel hat sich weiter bewegt. Und vielleicht für euch war da überhaupt kein Problem zu sehen. Aber für mich ist das halt extremst unangenehm gewesen. Come on. Okay, jetzt haben wir wieder den Spaß. Okay, das ist noch relativ simpel, dadurch, dass man sich einfach nur in der Mitte verstecken muss. Das Zeug sich so ein bisschen ver... anders verhält. Okay, jetzt kann man zum Beispiel einfach durchlaufen. Mhm, okay. Wow! Okay, ein bisschen Geschwindigkeit. Warum nicht? Klar. So, wieder Bomben. Bomben, Bomben, Bomben. Dankeschön. Okay, wie wollt ihr mir das jetzt hier versaubeuteln? Einer. Mhm, okay. Oh boy, oh boy. Haha. Okay, also Anfang ein bisschen schwer gewesen, aber
Wenn man das Ganze ein bisschen ruhiger angeht, dann war es machbar. Aber halt, der Stempel war vollkommen nutzlos. Also jetzt damit haben wir auch herausgefunden, dass es nicht mit Bossen zusammenhängt. Mit was es zusammenhängt, kann ich euch auch nicht sagen. So gefühlt mit gar nichts. Wow, doch, da haben wir den letzten nicht bekommen. Da hat uns einer gefehlt und der letzte sogar noch. Ja, das war katastrophal. Stempel auf näher gefunden und du hältst dafür einen neuen Stempel. Cool. Und zwar den Magnet-Trick-Anstecker. Mal gucken, was es dann sein wird beim nächsten Mal. Aber für jetzt... Jupp, haben wir ihn erneut aufhalten können. Und gehen über zur vermutlich letzten Welt. Und zwar Welt Nummer 5. Der Eiswelt. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, was uns dazu kommen wird. Aber für heute verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.